Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Alice, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Ich bin da mal im Schieben im MB-Truck. Die spannendste Folge seit langem. MB-Truck muss den Weidemann retten. Im Sinne von. Hallo, geht denn der Weidemann in meine Fresse? Egal, im Sinne von Weidemann zur Tankstelle. Beziehungsweise, ja, Tankstelle. Mal schauen, vielleicht zur kann Buchse ich ihn ja noch mit Diesel tanken. Achso, ja, genau, das könnte man auch mal ausprobieren. Ob der Mythos noch ein Mythos, ob der Mythos ein Mythos ist oder ob es noch geht. Das kommt heute ans Licht. Ich hab nicht den voll reinseitig, ne? Volle Breitzeit. Ach du Scheiße. Ich hab den Schloss gedreht. Ich glaub, das war nicht deine Absicht, ne? Es geht noch mit Diesel. Oh. Ich bin den MB-Truck abgewürgt, perfekt. Weil man so hart an die Tankstelle gepresst und dann war abgestorben. Nee, ich bin umgestiegen, hab den Weidemann tanken lassen. Wenn der MB-Truck eingestiegen. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. So, dann machen wir hier vorne einmal Drehung. Und da vorne wieder hoch. Und dann haben wir hier alles gedüngt. Auf der Wiese. Kommt da vorne noch was? Ne, sieht nicht so aus. Erstmal also, schalten mal aus. Jetzt ist oh der Gott. Schon wieder leer. Was ist denn da der höchste Gang drin? Was ist schon wieder leer? Fahrzeug betanken. Das ist aber nicht original. Mach du mal bitte starken Power ein. Ja. Kann ich gerne machen. Ich muss bloß noch einen kurzen Berg hochfahren, dann kann ich's machen. Okay. Oh, da muss ich wieder ran an die Bahn. Bitte. So. F11, starker Bauer, ist an. Komm mit, Weide. Oh, ist nie gut. Man kann ihn nicht mehr betanken. Ah. Ja, wir haben gerade was bezahlen müssen. Ja, das war der Weidemann. Ja, aber es ist kein Tag dazukommen, oder was? Nö. Wow. Das ist ja voll die Verarsche, ey. Erstmal Radio. Kann den Weidemann auch nicht mal mehr tragen. Oh nein. Der Weidemann ist kaputt. Rest in Peace. Ich muss einfach mal die Gabel absorgen. Komm, stimmt mit. Der wiegt ja nichts, wenn er lässt. Warte mal, ist da vorne jetzt noch? Ja, hier ist noch was. Das sieht man halt so schlecht. Okay, so geht's wie so besser, aber die ganze Zeit will ich halt auch so nicht fahren. Aber wir haben es. Den Mähzerstoff, wir haben ja Druckluftschläuche an dem. Was? Druck und Öl. Also Druckluft und Öl. Also Öl kann ich verstehen, aber Druckluft? Ja. Hinter dem kuppelt man doch kein 8-Tonner oder was dran. Also kann man aber. Doch. Muss dazu. Aber jetzt mal Retour, gibt's sie wirklich mit Druckluftschläuchen? Oder an. Ja, der läuft wieder. Jetzt, okay, gut. Also, Tank lassen. Aber ja, aber gibt's denn echt mit Druckluftanschluss? Okay. Anscheinend schon. Das hätte ich jetzt also echt nicht gedacht. Aber, ne. Also kann man auch als Kompressor einsetzen. Oh nein. Perfekt. Ach ja, ach ja. Ah, das war jetzt gerade der Kraftstoff, oder was jetzt gerade weggegangen ist? Vom Tanken. Normalfall. Ah, okay, das war beides mal tanken. Eines von beiden war also teurer, entweder Diesel oder guck mal dann zu. Strom? Oder?
Ne, teilweise fragt mich so Philipp im Hintergrund, bis er stumm ist. Der hat sich ja teilweise halt dann in dem Fall gemutet, weil er ein bisschen noch am Necken ist. Ich rede die ganze Zeit und. Ja! Oh. Oh. Was ist? Ja, das ist natürlich dann schwierig, ne? Ja. Gut. Kann ich hier hinten noch was düngen? Ne, ne? Also, ich hab den zurücksetzen müssen, weil. Ich hab ihn tanken können, dann war er voll, dann habe ich ihn eingeschaltet, flupp, war die ganze Energie weg. Aber kurz den Händler angerufen, der soll den holen und die Batterie tauschen. Ja, Batterie im Arsch. Wie viele Betriebsstunden hat er denn? Was? Wie viele Betriebsstunden hat er denn schon dabei, Mann? 6. Eieiei, nach 6 Stunden schon die Batterie kaputt. Und dann nochmal 300 Euro für eine neue Batterie. Aber es ist halt tatsächlich echt so, weil bei, ob es jetzt bei, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch so ist, auf jeden Fall war es mal so, dass bei, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Automarke das war, auf jeden Fall, es bauen ja sozusagen jetzt schon fast alle ein E-Auto, auf jeden Fall, dass da so war, dass die Batterie entweder 5 Jahre oder so hält und danach ist sie dann kaputt und dann kannst du für 4 oder 3 oder 4.000 Euro eine neue Batterie kaufen. Ne, schön. Bei Renault mietest du für deine Batterie plus, gell? Bei Renault? Mhm. Wow. Also jetzt hast du jeden Monat einen bestimmten Betrag. Aber das ist gar nicht so dumm, weißt du warum? Hm. Wenn Batterie kaputt ist, wird die kostenlos getauscht. Ja. Das ist natürlich dann wieder der Vorteil. Aber gut, du hast ja nicht einmal ein Auto, das was dir gehört und du halt ohne ja. Zahlung. Ist ja jetzt Versicherung in Deutschland halt, aber. Du liest sozusagen die Batterie. Uns auch dementsprechend dann. Oh. Aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, E-Autos haben meines Erachtens nicht so wirklich eine Zukunft. Weil irgendwann wird das Lithium auch irgendwann alle sein. Außer sie finden inzwischen dahin eine andere. Stromspeicherquelle, dann ist natürlich wieder an der Stauber. Ja, du. Das wollen müssen wir. Sie finden. Hm, da muss man halt sagen, da ist halt Wasserstoff dann schon wieder besser. Nicht unbedingt. Okay. Beim Wasserstoffauto hast du auch E-Motoren. Also sprich, der ist ja, Wasserstoff, okay. Die ganz gleichen Komponenten drinnen. Besser auf Batterie, die ist halt dafür kleiner. Ja, aber du kannst im Prinzip mit Wasserstoff tanken. Für die, also ganz ehrlich. Oder ich weiß, ich weiß jetzt tatsächlich den Aufbau von der, wie jetzt das produziert wird, weil Wasserstoff weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht genau. Hab ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht so genau angeguckt. Ich ist auch nicht wirklich, aber ich habe mir mal durchgelesen dazu und da hieß es ja, dass, warte, wie war es denn? Ach du Kacke. Lass mich nachdenken. Alles gut. Ich hab's gleich. Das hat das Handy rausgeholt, ich weiß doch. Das wollte ich jetzt gar noch sagen. Thema Wasserstoffproduktion. Ach ja, genau. Bei Wasserstoff jetzt nicht, aber bei E-Autos. Hm. Ja, es würde ja so sein, dass irgendwann halt die Wissenschaftler forschen schon daran, was heißt Wissenschaftler? Also Typskis forschen daran, Batterien aus anderen Stoffen herzustellen. Ja, das denke ich mal auch. Tesla wollte ja auch mal, wollte halt auch Batterie einbauen, aber über die Autobahn wie es nun zu, so ein Stromnetz machen. Keine Ahnung, wie sie das vorhatten, auf alle Fälle irgendwie so ein Stromnetz halt. Und das wurde halt abgelehnt. Mhm. Das ist so dumm, wäre die Idee gar nicht.
Ja, du bist halt wieder so angewiesen, also du bist nicht so angewiesen wie beim Zug, weil du dann immer noch die Batterie drin hast. Aber du schonst die Batterie, indem du einfach umstellst mit so einem Knöpfchen im Auto auf direkten Stromverbrauch von oben oder seitlich oder wie die das machen wollten. Ja. Stromverbrauch von der Batterie. Okay. Aber das wurde halt dann nicht durchgelassen. Okay, ja. Weil ich glaube, dafür haben tatsächlich zu wenige, besitzen zu wenigen E-Auto. Woher hättest du jetzt eigentlich dann den Schafstall platziert? Schafstall? Hühnerstall. Dann können wir uns gleich schnell angucken. Oh, da hinten habe ich gedüngt, okay. Es ist so schlecht hier zu sehen teilweise. Steig mal in Weidemann ein. Ja, mach ich gleich. Und kurz anhalten und dann einen Streuer ausschalten, sonst haut der alle. Ja, bin drin. Der zweite ist sich immer noch da? Ne, ist weg. Gibt nur noch einen. Oh. Also ich muss tatsächlich sagen... Ich hätte die irgendwo hingestellt. Hier vorne irgendwo. Ja. Wollen wir dann hier hinhauen? Dass sie halt hier zum Beispiel dann hier halt laufen können bis und so und da hinten rein. Also warte mal. Mir relativ egal. Oder wo ich noch überlegt hätte... Den Baum hier fällen. Hier ein bisschen eben ziehen und dann hier rein. Ich muss tatsächlich, glaube ich, sagen, da vorne wird es schöner ausschauen. Weil hier ist halt, finde ich schon, weil hier ist halt bis jetzt noch nur so eine leere Lücke. Und dann haben wir hier halt noch so einen schönen Abschluss. Wenn man dann hier sieht, okay, hier läuft der Weg längs. Warte mal, ich guck mir das ganz kurz mal an, wie das überhaupt aussehen würde. Hühnerstall, Hühnerstall. Pferdestall? Nee. Ich würde aber den kleinen von Alpin-Dingsbums da nehmen. Hühnerstall. Den für ja. 20.000 Tag. Ja, dann ist der ja. Ja, das ist dieses Fachwerk-Hochpack da. Ja, genau. Ja. Einen anderen würde ich jetzt auch nicht hinhauen. Ja, der würde da halt richtig schön hinpassen, ne? Das Tor so ein bisschen ein paar Mal anstehen lassen. Bisschen schräg rein in die Ecke da, dass man da vielleicht noch so einen kleinen Durchfahrt machen kann, wenn man dahinter dann auch einen Schafstall machen will. Sei mal platzieren. Ja, platzieren wir auch mal Handy. Vielleicht ploppt's. Weil ich schau mal, ob ich irgendwo anstehen hätte, dass ich ins Sound reinkomme. Also. Ist es risky hier zu stehen? Ich glaube ja. Ich plopp den rein. Obacht! Ja, oh, da ist er gekommen. Also ist wieder falsch schon. Also daher, dann kann ich hier noch so einen kleinen Durchweg machen, hier so neben den Bäumen wieder. Ah, das ist das Einzige, was ich ganz schön machen muss, ist dann in dem Fall. So. Nicht denn angeglichen wurdest, aber es geht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen absenken können. Ich kauf mal ein paar Hühner. Ja, mach ein paar rein. Ein oder zwei Kuckel? Ein. Einer reicht schon, drei Raffel, die zum Schluss bloß. Und jetzt wollen wir ja auch nicht. Magst du schwarze Hühner? Mach mal bunte Mischung rein. Ich habe mal fast voll, okay. Zum Schluss heißt hier, wir sind farbenfeindlich. Nein, sind wir nicht. Ich hab voll gemacht. Moin! Ein paar weiße, ein paar schwarze, ein paar braun, ein Goggle. Moin, wie geht's? Er ignoriert mich. Wir bräuchten vielleicht noch eine Schaufel, eine kleinere, dass wir da reinkommen. Oh Gott. Ist da eine kleine, schöne? Wir könnten eine Handschaufel mit brauchen immer. Nee, für die. Aber damit schön mit den Spaten rein da, perfekt. Wer ist am Arbeiten? Wo ist. Ah, da. Zack, Möde on. Ja, du.
Ach ja, ach ja. Oh, dann muss ich jetzt. So, kann man hier ausschalten. Gibt's eine Schubkarre? Als, ja, ich glaube, als Mod. Ja, doch, es, doch, es gibt eine Schubkarre als Mod. Ich glaube, ich sogar einen Mod habe. Dann würde ich die mit drauf nehmen. Aber für was? Achso, für die abgepackten Eier dann später. Oder für was meinst du? Nee, für den Hühnerstall. Zum Abfüllen. Achso! Mit Weizen und so weiter, Mensch. Jo. Weil der Schaufel ist fast zu breit. Ja. Was wir momentan haben. Könnte knapp werden. Bisschen noch. Wir haben kein Weizen, keine Gerste im Silo. Ja, wir haben wir bis dato glaub, nee. Was sind denn wir für arme Hunde? Wir haben alles zurück verkauft, Alter. Ja, passt. Aber mal werde der Spur noch nö. Eieiei. Hm. Wir sind richtig arm dran. Jetzt müssen wir darüber. Ich kauf da mal eine Ballengabel und ein bisschen Weizen für die Hühner. Eine Ballengabel? Eine Ballengabel. Wo war eine Ballengabel? Wir haben nur eine Ballengabel oder einen Ballenspieß. Oder nicht? Eine Ballengabel. Palettengabel. Palettengabel. Achso. Ja, ja. Darf ich? Ja, ja, wir haben das Geld. Kein Problem. Kostet bloß 800 Euro. Ja, gut, das ist. Warte mal, für Ballspiel kostet 600 Euro. Ich nehm. Verkauft doch keine. Ich kauf mal so ein Big Bang Hühner. Weizen Big Bang. Premium Chicken Feed. Premium Chicken Feed. Steht da drauf. Jetzt richtig schön dick und prall werden. Oh nein. Und auf nicht... Schweinefutter Big Mac steht drauf. Greater Pig Food. Für die Leute, die kein Englisch beherrschen, kritisch. Jo. Wie für uns, wieso, also sprich für uns. Gut, mein Englisch ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber. Hm? Also. Mein Englisch ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich hab's kapiert. Ja. Die Bahn hier sind. Ich muss tatsächlich eh mehr so fahren, weil sonst kann ich die Bahn so scheiße einschätzen. Ja, das merkt man schon. Die Wiese ist auf jeden Fall voll größer als für die anderen. Weil erstmal wesentlich länger bei. Warum picken die Hühner im Steinen rum? Ich plumpf's da mal rot. Yay! Da sind safe ein paar Körnchen, die sie haben wollen. Aber ich weiß nicht, wie lange das Schnabel gut überlebt. Und die werden jetzt halt auch. Ach, ja, ich glaub sogar, dass die Steine fressen müssen, damit die das im Magen zermalen können. Waren das. Das waren Vögel. Ja, aber waren das jetzt Hähne oder? Ich weiß es nicht. Die Biologie-Profis am Start. Oh, wieder rüber. Und lass mal wieder was stehen. Ist jetzt zwar dann auch nicht so schlimm, wenn eine kleine Stelle nicht gedüngt ist, aber. Da vorne. Dort müssten wir schon alles haben. Dann geht's hier wieder runter. Rüber. Ach,
Crispy unser kleines Stück hier. Ja. Natürlich auch schön. Ich hoffe, die haben nichts vergessen. Dann haben wir hier noch einen Streifen. Einen kleinen Streifen. Und da oben noch. Den nehmen wir auch nochmal schnell mit. So sind wir ja nicht. Du Flo. So. Kann ich mir den einen Transportanhänger kaufen für den Weidemann? Den wo man auch, mit dem wo man auch, wo der ist. Mit dem man so aufkippen kann. Für den komischen Messerbalken halt auch. Also ja. Ja, den kann ich gerne kaufen, hat man noch nie im Einsatz. Da kann ich dann richtig. Hat der Spanngurte Jacke? Ja, hat er. Spanngurte hat er. Aber der passt dann perfekt hinter Weidemann, ne? Ja gut, der hat halt auch noch eine Anhängkupplung. Ja, das geht schon. Mit dürfen, Adapter gittert. Dürfen halt nicht auf die Anhängekupplung gucken. Das ist alles gut. Zum Schluss geht er gar nicht dran. Ich komme mal bei dir vorbei, nur das Spektakel mal angucken. Eieiei. Kommt da was? Nee. Der fährt die links, das weiß ich jetzt schon, ja. Oder für seine Perspektive rechts. Oh nein, ich kann es nicht anhängen. Echt jetzt? Ja. Warte mal, passt hinter ein Auto? Hinter ein Auto, hinter dem Traktor. Bin am Kommen mit einem kleinen Steier. Ich schalte sogar noch mal im vorm Kreisverkehr auf dem 40 km/h Gang. Ich habe jetzt einfach mal den großen Steier hier genommen. Gar nicht überdimensioniert, nein. Jetzt geht's! Was zum. Echt jetzt? Ja. Ein Kugelkopf dran. Er ist ein echter Kugelkopf dran. Ja. Oh nein. Okay, ist beim Weidemann echt nicht? Nee. Er hat keine Kugelkopf. Mist. Schade. Brauchen wir extra nochmal einen kleinen Traktor für einen Kugelkopf. Oder wir verkaufen das. Gute Frage. Und wäre halt schlauer, ne? Ja, das wäre das Schlauste. Ja, dann müssen wir. Ja, dann. Oder wir kaufen ein Auto. Ja, das lohnt sich dann nicht. Da kaufen wir, dann holen wir uns lieber dann einen Motoranhänger. Okay, aber das. Ah ja, genau, dann kann ich die Pause machen. So. Und die ist ich mal weiter. Warte mal, haben wir nicht den schon dir Gator mit drauf? Nee, ja. Glaube ich nicht. Schade. Der John Deere Gator, den würde ich davor sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das schon, aber. Kann eigentlich. Werden eigentlich vor, den Torion zu kaufen. Den kleinen. Den Sinus. Ja. Oder soll ich diesen Standard. Nee, ich muss das sagen, ich würde auf den Mod gehen, auf den schönen. Strautmann Ballenwagen. Nein, der doch nicht. Oder haben wir dann einen schönen Monte, wo das kann? Da gibt's genügend, musst du, wo schönes, was heißt jetzt schönes in der CD, aber. Ich hab einen Lommer mit Ballending gefunden. Ja, der ist viel zu groß. Hey, den kleinen Lommer. Der Lommer, das ist so der 13-Tonner oder was? Der kleine 17-Tonner halt. Ja, ein 17-Tonner. Ein kleines ist aber dann drin. Aber der ist süß. Aber wir hauen jetzt trotzdem nicht von Geld für unnötiges Zeug raus. Doch. Sollen wir jetzt den Böckmann nehmen oder nicht? Wenn nicht, verkaufe ich ihn wieder. Nein, wenn dann nehmen wir da was anderes mit drauf. Wenn er nicht in den Weidemann rangeht, dann extra mal mit dem Traktor fahren, lohnt er gar nicht. Also verkaufe ich ihn wieder. Verkaufen wieder, ja. Eine schöne Zeit mit dir. Einmal drauf gestanden. Wie
Wir haben 5000 für bekommen, wie viel haben wir gezahlt? 6000 geht. Nur durch das, das hat nur Anlieferungskosten über 1000 Euro. So, nächste Wiese angekommen, da unten fährt auch noch fleißig der Bürger. Aber meine lieben Leute, wir sind trotzdem für die heutige Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf rauf, wenn ihr die Zahn Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad immer das 19.pin.dec zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Ciao.